Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu einer Neuauflage der zweiten Folge von Alte Nutztierrassen. Vor über 3 Jahren habe ich euch damals vom Tiroler Grauvieh berichtet. In der Zwischenzeit habe ich viel Neues über diese Rasse erfahren und sie ist mir unzählige Male in den Bergen begegnet und ich konnte sie filmen. Ja, und ich will mich ja auch ständig weiterentwickeln und deshalb möchte ich es mir erlauben, diese Folge heute noch einmal ganz neu zu präsentieren. Neben mir seht ihr schon eingeblendet, welche Punkte der neue Film beinhaltet. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn man bei einer Wanderung in den Alpen plötzlich vor einer Herde Tiroler Grauvieh steht, dann ist das schon ein ganz besonderer Anblick. Leicht entsteht der Eindruck, dass man es hier mit Wildtieren in ihrem natürlichen Lebensraum zu tun hätte, anstelle von domestizierten Haustieren, die eigentlich nur den Almsommer über in den Hochlagen grasen. Das Grauvieh fügt sich optisch so perfekt in die felsige Bergwelt Tirols ein, wie keine zweite Rinderrasse des Alpenraumes. Als allererstes ist es natürlich die rassetypische Fellfärbung, die das Grauvieh so gut mit der Umgebung harmonieren lässt. Alle Nuancen der typischen Gesteinsfarben, von Blaugrau, Eisengrau, Schiefergrau bis hin zu hellstem Silbergrau, kommen bei der Rasse vor. Dazu dann noch das lackschwarze Rehmaul mit der weißen Umrahmung und die kurzen, elegant geschwungenen Hörner mit den schwarzen Spitzen. Ja, da komme ich ins Schwärmen. Das Grauvieh ist wirklich eine der allerschönsten Rinderrassen. Auch was den Körperbau anbelangt, hat sich das Grauvieh an das Leben im Gebirge angepasst. Es ist eher kleinrahmig und stämmig, hat kurze Beine, ist dabei aber sehr muskulös und kräftig gebaut. Damit ist es sehr viel trittsicherer als unsere modernen Rinderrassen. Ein alter Tiroler Bauer hat mal zu mir gesagt, ich muss das jetzt im Dialekt sagen, der Grauviecher, der krakeln umeinander auf der Alm um als wie die Gas, der kannst allweil suchen gehen, allweil sind's zweidigst um, der Sauviecher. Ja, das hat jetzt vielleicht ein bisschen nach Schimpfen geklungen, aber was da eigentlich rauszuhören ist, ist eher die Bewunderung darüber, dass diese Rasse so gut klettern kann und so geländetauglich ist. Natürlich können es die Grauviehkühe nicht mit Ziegen aufnehmen, aber sie wagen sich dennoch auf Weidegründe hinauf, die anderen Rinderrassen viel zu steil und gefährlich wären. Obwohl das Grauvieh insgesamt in seinen Beständen stark abgenommen hat, so gibt es doch zahlreiche Züchter, die an der alten Rasse festhalten, eben weil sie so gut an die Gebirgsverhältnisse angepasst ist. Besonders in einigen Seitentälern Tirols wie dem Wipptal, dem Stubaital, aber auch dem Ötztal sind die Züchter bis heute seit vielen Generationen in Folge stolz auf ihre Grauviehrinder. Dann komme ich jetzt mal zur Geschichte der Rasse. Wie lange es das Grauvieh im Alpenraum schon gibt, ist schwer zu sagen, auf jeden Fall seit vielen, vielen Jahrhunderten. Ziemlich sicher dürfte auch sein, dass es sich gemeinsam mit dem Braunvieh und weiteren ähnlichen Rinderrassen des Alpenraumes letztlich auf das jungsteinzeitliche Dorfrind zurückführen lässt. Wir machen einen kleinen Zeitsprung in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals war das Grauvieh in Tirol die vorherrschende Rinderrasse. Es kam nicht nur in den Seitentälern vor, sondern vielerorts auch in den tieferen Lagen. In Südtirol, das damals noch nicht zu Italien gehörte, war es ebenfalls die prägende Rasse in der Rinderzucht. Nur im Tiroler Unterland hatte es mit dem schwarzen Duxervieh, den roten Zillertalern und den aus Salzburg immer weiter vorrückenden kastanienbraunen Pinzgauern deutliche Konkurrenz. Keine dieser drei Rassen sollte den Beständen des Grauviehs aber jemals zu einer ernsthaften Bedrohung werden. Verdrängt wurde es in den darauffolgenden Jahrzehnten, nämlich vor allem vom Braunvieh, das zuvor in der Schweiz, in Vorarlberg und im Allgäu beheimatet war. Optisch mag das Braunvieh dem Grauvieh auf den ersten Blick ähneln, aber es ist, wie der Name schon sagt, von der Farbe her braunstichiger, außerdem deutlich großrahmiger und seit jeher milchbetonter. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es aus wirtschaftlichen Gründen total in Mode gekommen, die kleinen Grauviehkühe von Braunviehstieren decken zu lassen.
um leistungsstärkere Mischlinge zu erzielen. Diese systematische Verdrängungskreuzung ließ zahlreiche lokale Graufischläge allmählich aussterben. Dass das Graufi doch überleben konnte, hat es der Tatsache zu verdanken, dass es einfach sehr viel besser mit hohen Lagen zurechtkommt als das Braunvieh. Die Bauern in den Hochlagen haben daher an der Rasse festgehalten und weiterhin Reinzucht betrieben und so das Graufieh bis in unsere heutige Zeit überleben lassen. Der nächste Punkt meines Filmes beschäftigt sich mit dem Graufieh-Nachwuchs. Klar, Kälber sind immer niedlich anzusehen und gesunder Nachwuchs ist die Basis für eine erfolgreiche Rinderzucht. Graufieh-Kälber gelten allgemein als sehr robust und unproblematisch in der Aufzucht. Obwohl das Geburtsgewicht bei einer kleinrahmigen Rinderrasse selbstredend recht niedrig ist, kann man bei den Kälbern doch gute Tageszunahmen verzeichnen und sie entwickeln schon bald eine gute Bemuskelung. Die Kühe sind hervorragende Muttertiere, weshalb das Graufieh heute auch oft für die Mutterkuhhaltung zum Einsatz kommt. So mancher Urinstinkt ist bei der Rasse erhalten geblieben. Das wird dann deutlich, wenn man die Herden auf der Alm beobachtet, wo sie sich auf einem großen Gelände bewegen können. Dieses Kalb ist erst wenige Tage alt und fast strahlend weiß. Man könnte als Außenstehender fast denken, dass es zu einer anderen Rasse gehört oder einfach viel zu hell geraten ist. Aber tatsächlich werden fast alle Graufieh-Kälber so hell geboren. Erst später dunkeln sie nach und man sieht dann, welche Farbe sie als ausgewachsene Tiere einmal haben werden. Dieses Phänomen des Farbwechsels bei den Jungtieren ist etwas ganz Ursprüngliches bei Rindern und auch der Auerochse sowie einige andere Wildrinderarten zeigen diese interessante Eigenschaft. Das gleiche Kalb dann im Herbst des Jahres, nun hatte schon dieselbe Farbgebung wie das Muttertier. Man sieht ein rassetypisches Graufieh, das dem Zuchtbild recht gut entspricht. Auch die Bemuskelung ist, wie man sieht, jetzt schon deutlich vorangeschritten, ein ganz schön kräftiges Kalb, das nur so strotzt vor Gesundheit. Auch am Verhalten sieht man gut, dass bei dem Kalb alles in Ordnung ist. Es ist neugierig, ein wenig verspielt, aber auch aufmerksam Fremden gegenüber. Genau so soll es sein. Es wird sich später auch auf der Alm behaupten können. Das Graufieh ist von Anbeginn seines Lebens an ein guter Futterverwerter, was die Rasse durchaus auch wirtschaftlich erscheinen lässt, vor allem in nachhaltigen Projekten. Ein erfolgreiches Tiroler Projekt, das in den letzten Jahren sicherlich viel zur Erhaltung des Graufiehs beigetragen hat, ist der sogenannte Graufieh-Almochs. Hinter der Bezeichnung Graufieh-Almochs verbirgt sich nachhaltig produziertes Qualitätsfleisch, das man als Konsument mit gutem Gewissen verzehren kann. Denn die Ochsen, von denen das Fleisch stammt, durften, wie der Name schon verrät, das Leben auf der Alm kennenlernen. Davon können normale Mastrinder eigentlich nur träumen. Ein interessantes Phänomen ist die große farbliche Variabilität des Graufiehs. Wenn man eine größere Herde vor sich hat, gibt es fast immer dunklere und hellere Tiere. Und auch der rötliche Haarschopf zwischen den Hörnern sowie die dunkle Gesichtsmaske ist nicht bei jedem Exemplar in gleicher Weise ausgeprägt. Viele Bauern können schon von weitem auf den ersten Blick jedes einzelne Tier anhand der Farbgebung unterscheiden. Als ausgesprochen schön und edel empfinde ich persönlich jene seltenen Graufiehkühe, die fast kohlrabenschwarz sind.
In jüngster Zeit habe ich den Eindruck, dass einige Bauern diesen Farbschlag wieder gezielt vermehren. Besonders der Haarschopf zwischen den Hörnern kommt bei diesen dunklen Tieren sehr schön zur Geltung. Das andere Extrem sind dann die ungewöhnlich hellen Tiere, die dem Betrachter schon aus großer Ferne entgegenleuchten. Auch sie kommen im ganzen Verbreitungsgebiet vor, aber sie sind manchmal mehr als nur ein Farbschlag. Unter Umständen kann es sich bei hellem Graufi auch um Relikte handeln, die von einem offiziell ausgestorbenen Schlag des Graufis zeugen. Wie anfangs schon mal erwähnt, unterschied man ja früher beim Graufi verschiedene lokale Schläge, und einer davon war das weiße Wipptalervieh. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Graufieh im Wipptal deutlich heller als andernorts. Ich war im Wipptal unterwegs und ich war ganz schön überrascht, dort tatsächlich noch Kühe zu finden, die der Kuh auf einem alten Gemälde täuschend ähnlich sehen und wirklich extrem weiß sind. Ich sehe darin eine Chance, vielleicht könnte man noch ein Erhaltungs- bzw. Rückzüchtungsprojekt starten. Seit mir 2014 die erste Kuh im Wipptal begegnet ist, die phänotypisch dem alten Wipptaler Schlag entspricht, lässt mir das Thema keine Ruhe und ich halte die Augen nach ähnlichen Exemplaren offen. Laut Literatur ist das Wipptaler Vieh ursprünglich durch eine Vermischung des Oberinntaler Graufies mit dem Etschtaler Schlag aus Südtirol entstanden. Viele Exemplare hatten wohl einen deutlichen Gelbstich bzw. sie waren sandfarben. Und tatsächlich konnte ich auch ein solches Tier ausfindig machen. Ob es für das weiße Wipptalervieh bald wieder eine Zukunft gibt, bleibt abzuwarten. Für das Tiroler Graufieh im Allgemeinen sehe ich aber keine ernsthaften Probleme. Solange es Projekte gibt, die sich mit nachhaltiger Produktion beschäftigen und solange Bergbauernhöfe weiterhin bewirtschaftet werden, wird auch für diese Rasse immer irgendwo in Tirol ein Platz sein. Zu stolz sind wir Tiroler auf dieses alte Tiroler Kulturgut, als dass wir es wirklich aussterben lassen würden. Zumindest hoffe ich das jetzt mal. In Zukunft werden sicher immer mehr Graufi-Züchter das Graufi vor allem in der Mutterkuhhaltung halten, aber ich glaube, dass die Rasse auch aus der Milchproduktion nie ganz verschwinden wird. Man darf nicht vergessen, dass das Graufi gerade wegen seiner geringen Körpergröße und seiner guten Futterverwertung doch dann wieder als Milchkuh interessant ist, weil es eben im Verhältnis doch sehr viel Milch gibt, die zudem gute Inhaltsstoffe hat und einen hohen Fettgehalt. Nicht umsonst wird das Graufi manchmal liebevoll als Jersey der Berge bezeichnet. Das Graufi ist nicht die einzige Rinderrasse Tirols, die vom Aussterben bedroht ist. Zu nennen wäre da zum Beispiel auch die Bustertaler Sprinze aus Südtirol, die ihr jetzt im Hintergrund grasen seht. Auch von den Sprinzen habe ich euch schon des Öfteren berichtet, genauso wie vom Duxzillertaler Rind oder demnächst auch von den Jochberger Hummeln. Sie alle sind wertvolles Tiroler Kulturgut und gehen hoffentlich auch in Zukunft nicht endgültig verloren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war jetzt bisher die längste Folge von Alte Nutztierrassen, aber ihr seht, das Graufi liegt mir wirklich am Herzen. Wenn ihr auch Graufi-Fan seid und tolle Erfahrungen mit der Rasse gemacht habt, dann hinterlasst mir doch eure Kommentare. Bis bald!